Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Friede, Freude, Volksmusikbox von Troglauer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Friede, Freude, Volksmusik von Troglauer. Das Ganze im Februar diesen Jahres erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal die Folie ab und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Wir haben hier eine rote Box, recht gängiges Format, also ganz klassische Größe. Hier oben lesen wir in schwarzer Schrift Troglauer, Friede, Freude, Volksmusik. Darunter dann Fanbox und dann haben wir noch drei Symbole, also einmal so ein Friedenssymbol, einen Smiley und dann hier ja eine recht ungewöhnliche Hand. Das dürfte wie so eine Tierpfote, wie so ein Tierfuß sein. Also sehr spannend das Ganze designt. Ja, genau, hier haben wir es. Also es ist diese Kuhhand in diesem Fall, die hier oben gezeigt wird. Troglauer Heavy Volksmusik lesen wir hier. Auf der rechten Seite auch nochmal Heavy Volksmusik. Dann lesen wir hier Troglauer Heavy Volksmusik und ja nochmal Heavy Volksmusik. So, auf der Rückseite lesen wir auch wieder den Bandnamen plus den Albumtitel und dann haben wir hier ungewöhnlich, aber doch nicht den Box. Ah doch, den Inhalt haben wir unten noch, aber wir haben hier auch die Tracklist. Das sieht man selten. Wir haben hier 15 Tracks regulär plus, hier unten lesen wir dann noch 15 Jahre Troglauer Bonustracks 16, 17, 18, 19. Also 19 Tracks hier mit dabei, 4 Bonustracks. Und dann haben wir hier den Boxinhalt aufgelistet. Das Album Friede, Freude, Volksmusik, ein Turnbeutel, Friede, Freude, Volksmusik, Buttons, Freundebuch, Troglauer Ortsschild, Troglauer Eierkuchenrezept, original signierte Autogrammkarte, Credits und Barcode. Alles klar, es ist keine reguläre Klappbox, sondern das Ganze geht dann hier oben auf. Bedeutet, wir können das hier dann aufklappen, wenn es geht, jawohl. Und dann können wir im Idealfall den Boxinhalt hier so rausholen. Genau. Also, der ist hier nochmal separat untergebracht. Wir haben hier einmal einen Luftpolster. Und dann hier in diesem weißen Karton, in dieser ausziehbaren Kartonfassung, haben wir dann den Inhalt. Also, hier haben wir einmal die Autogrammkarte, dann haben wir wohl das Eierkuchenrezept, das Freundebuch, das Ortsschild, das Album, die drei Buttons sowie den Turnbeutel. So, von innen sieht das so aus. Wir packen das mal wieder zurück. Ja, reicht eigentlich so. Wir müssen jetzt nicht wieder reinpacken. Wir packen es einfach so neben die Box. Und nachdem hier die beiden Inhalte, in diesem Fall Buttons und Album, noch in Folie sind, werden wir die natürlich hier rausholen. So, als erstes mal die Buttons hier. 1, 2, 3 an der Zahl. Und dann kommen wir zum Album. So, das Album kommt hier in einem Digipack. So viel können wir schon mal sagen. Und das Ganze ist vom Design wie auch schon das Boxcover gehalten. Also hier wieder die drei Symbole: Friede, Smiley und dann diese Troglauer Hand, diese Kuhhand. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder die Tracklist. Wie gesagt, 19 Stück an der Zahl: 15 regulär plus 4 Bonustracks. Gut! Es ist das 6. Album der Troglauer. Wir kommen als erstes mal zum Booklet, das überraschenderweise schwarz gehalten wurde, nicht in rot-weiß, okay. Schwarz-rot-weiß. Dann haben wir hier einmal die Tracks einzeln, Seite pro Seite, mit den dazugehörigen Lyrics. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn man die Lyrics hier abtippt. Die kann man hier dann Wort für Wort nachlesen, mitsingen, wie auch immer. Sehr gelungen. Dann haben wir hier die 6 Bandmitglieder, die hier scheinbar vor einem
Zug stehen dürften, also der Zug hier gerade am Vorbeifahren. Weitere Tracks, weitere Lyrics, so sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die Credits zum Album. Sehr schön. Jawohl, also hier dann nochmal die Tracks mit der Spielzeit und hier lesen wir noch vielen Dank für die Unterstützung. So, dann packen wir das Booklet mal wieder rein. Hier haben wir wieder das Friedenssymbol. Hier dann die 6 Bandmitglieder mit einer Bierbank abgebildet. Und dann haben wir hier rechts wieder das Logo der Troglauer, also diese Hand, diese Kuhhand. So natürlich die CD in schwarz, rot und weiß gehalten. Und auf der Rückseite kommt hier dann wieder der Smiley zum Vorschein. So, das war soweit zu dem Album. Dann haben wir mit dabei die 3 Buttons. Also, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Zumindest, ja, kurz während dem Auspacken. So sieht das aus. 3 Buttons in rot und weiß gehalten. Diese 3 Symbole, die wir auch schon vom Cover kennen. Dann haben wir mit dabei einen Turnbeutel. Und der ist vom Material her echt mal was anderes, denn die meisten Turnbeutel sind dann doch eher so, ja, Kunststoff oder eher dünner gehalten, aber dieser dürfte echt so ein dicker Baumwolle sein. Hier haben wir wieder den Albumtitel plus natürlich den Bandnamen und dann diese 3 Symbole. Auch hier wieder in rot und weiß gehalten, die Rückseite ist blankrot. Wir haben hier die Schnüre unten an so Stofflaschen befestigt. Oben ist das Ganze dann nochmal vernäht. Kann man hier sehen. Und hier kann man das Ganze dann natürlich gut zuziehen. So, jetzt schauen wir noch hinein, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden. So, am besten. Ich glaube, wir drehen das Ganze einfach mal auf links und schauen dann mal, ob wir hier irgendwas finden, was uns Aufschluss gibt. Aber ich befürchte, nein, hier ist leider nichts zu finden. Wie gesagt, rein von der Optik und von dem, wie sich das Ganze anfühlt, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist Baumwolle und zwar zu 100%. Ist auf jeden Fall dick und macht einen stabilen Eindruck. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier eine Autogrammkarte mit dabei. Die sieht so aus. Hier oben lesen wir wieder Friede, Freude, Volksmusik, darunter Troglauer. Dann haben wir die 6 Herrschaften hier abgebildet. Und alle 6 haben hier dann mit schwarzem Stift unterschrieben. Also Tommy, Danny, Niki, Willi, Mike und Roy. Alle haben sich hier verewigt. Sehr schön. Dann etwas sehr Ungewöhnliches habe ich so in einer Box auch noch nie vorgefunden. Und zwar haben wir hier eine kleine Ortstafel. Troglau, Gemeinde Kastel, Kreis Tirschenreuth. Ja, wem es jetzt so viel sagt wie mir, das Ganze ist eine Ortschaft, die sich in der Oberpfalz, genauer gesagt in Bayern, im Bundesland Bayern in Deutschland befindet. Ja, kann man sich natürlich dann aufhängen an den Kühlschrank oder wo auch immer man möchte. Ich hätte jetzt ursprünglich gedacht, dass vielleicht die Rückseite magnetisch ist, aber es ist auf beiden Seiten gleich bedruckt. Bedeutet, man kann das Ganze dann auch aufhängen, dann kann es irgendwie so sich drehen oder man macht es wirklich am Kühlschrank fest, wo auch immer man möchte. Da kann man dann Troglau repräsentieren. Jawohl, dann haben wir etwas weiteres sehr Ungewöhnliches und zwar hier ein Rezept. Habe ich so in einer Box auch noch selten gesehen. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja genau, so kennt man diesen Spruch eigentlich. Und das steht hier nicht ohne Grund, denn hier wird erklärt, wie man einen Troglauer Eierkuchen macht. Alles klar, also Eierkuchen, so wie das hier aussieht, ist im Endeffekt sowas wie, ja, kleine Pfannkuchen oder kleine Palatschinken. So sieht das aus. Was lesen wir hier unten? Alternative, alles rein in deinen Thermomix. Okay. Ja, also hier haben wir dann detailliert die Infos, wie wir Friede, Freude, Eierkuchen zubereiten können und wie das Ganze dann am besten schmeckt. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch ein Freundebuch. Das gab es ja schon häufiger in den diversen Boxen und ist immer wieder schön, denn das ist dann ja natürlich immer individuell der Band überlassen, wie das Ganze gestaltet wurde. In diesem Fall haben wir jetzt hier voraussichtlich von jedem der Bandmitglieder, jawohl, das gefällt mir gut, von jedem der Bandmitglieder hier diese
Steckbriefe, wo man Näheres über die Herrschaften erfährt. Habe ich mir jetzt verzählt, oder? 1, 2, 3, 4. Nein, okay, alles richtig. Waren eh 6 Stück an der Zahl. Dürfte irgendwie einen überblättert haben oder übersehen haben. Und dann haben wir hier natürlich noch jede Menge Platz, um den eigenen Steckbrief bzw. auf den Folgeseiten dann natürlich die der Freunde zu erfassen. Also, hier kann man dann hier alles wunderbar eintragen. Jede Menge Platz für jede Menge Freunde. Und zum Abschluss gibt es auch nochmal die Troglauer Kuh mit den 6 Bandmitgliedern. Jawohl, das war soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Freundebuch, die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Rückseite habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Die ist so bedruckt mit den Infos, also so mehr oder weniger wie ein Promo-Flyer. Dann haben wir das Rezept für den Friede-Freude-Eierkuchen, die Ortstafel von Troglau, die 3 Buttons hier kreisförmig in Rot und Weiß, der Turnbeutel sowie natürlich das Album im Digipack mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Friede, Freude, Volksmusik von den Troglauern. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Troglauer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.